Sind es die überzeugendsten Fotos eines UFOs, ein außerirdisches Objekt, das auf die Erde kam, fotografiert an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten? Ist es das, wonach wir immer gesucht haben, so detailliert und so glaubwürdig, wie es nur überhaupt sein kann, über alle Zweifel erhaben? Etwas, an dem sich sogar Skeptiker die Zähne ausbeißen werden? Und damit hallo meine Lieben zu wirklich beeindruckenden Aufnahmen einer fliegenden Untertasse, wie man sie wohl damals noch genannt hätte. Zwei verschiedene Fotoserien, die ein und das gleiche Objekt zeigen, aufgenommen von zwei unabhängigen Personen, örtlich und zeitlich voneinander getrennt. Kein Wunder also, dass diese ja wirklich fantastischen Fotos derzeit in den sozialen Medien heiß diskutiert werden. Wir schauen uns heute diese wirklich spektakulären Fotos genauer an, wie es den Zeugen gelang, sie überhaupt aufzunehmen und was diese Schnappschüsse so authentisch machen. Wie immer direkt nach dem Intro. Zwei verschiedene Fälle, ein ähnliches Schiff, in der gleichen Gegend, doch 4 Jahre auseinanderliegend. Dies ist nur eine grobe Zusammenfassung dieser fantastischen Aufnahmen hier, und doch steckt so viel mehr dahinter. Wir betrachten daher erst einmal die ersten beiden Fotos, wie sie überhaupt entstanden sind und wo sie aufgenommen wurden, bis wir uns dann die zweite Bilderserie anschauen und Verblüffendes entdecken können. Die ersten beiden Fotos stammen bereits vom 1. Februar 2003. Sie wurden in der kleinen Stadt Vejuvega aufgenommen, im US-Bundesstaat Wisconsin. Ein kreisrundes Objekt, scheinbar massiv, vielleicht metallisch, mit 3 Lichtern, die einer dreieckigen Anordnung gleichkommen, und einem roten Licht, eher ungeordnet, in der Nähe der weißen Lichter. Interessanterweise entstand das Foto, als es gerade über die Wipfel eines Baumes hinwegschwebt, nur sehr schwer zu fälschen. Hätte es dennoch jemand so faken wollen, hätte er sich ja unnötig Arbeit gemacht. Das zweite Foto zeigt uns das UFO dann etwas unscharfer, immer noch durch die Äste eines Baumes fotografiert. Die Lichter erscheinen uns auf dem Foto nun sehr viel bläulicher. Das Rote lässt sich nur noch erahnen. Dass das Licht durch die Bäume scheint und auf den Bildern sich so präsentiert, als wäre es vor den Ästen, ist übrigens kein Zeichen einer Fälschung. Es ist völlig normal, dass helles Licht auf Fotos so erscheint, wie es auch hier der Fall ist. Viel interessanter ist natürlich die Zeugenaussage von demjenigen, der diese beeindruckenden Bilder mit seiner Kamera schoss. Eine junge Frau aus Wisconsin, die aufgrund des Zündstoffes, die ihre Bilder bergen, allerdings anonym bleiben will. Dennoch beantwortete sie einer örtlichen UFO-Gruppe ihre Fragen zu diesen beiden Bildern, erzählt, wie es zu diesem UFO-Vorfall kam, gibt uns Einzelheiten preis. Doch hört am besten einfach mal selbst. Wir besuchten einen Freund von mir in Vejuvega. Aus Sorge um die Privatsphäre meines Freundes und meiner eigenen möchte ich den genauen Standort nur ungern preisgeben. Der allgemeine Standort liegt jedoch nördlich der Hauptstraße auf der Ostseite der 110 und südlich der Bahngleise. Mein Junge fuhr im Schnee Schlitten und ich machte die Fotos. Es war Abend und es begann ziemlich schnell dunkel zu werden. Mein Sohn zeigte in den Himmel und wir bemerkten einige Lichter, die aus dem Südwesten kamen, glaube ich. Zu diesem Zeitpunkt richtete ich einfach die Kamera nach oben und machte diese Aufnahmen. Das Objekt machte auf mich tatsächlich den Eindruck eines Ballons, bis auf die Lichter. Sie schienen alle unterschiedliche Muster zu durchlaufen. Das Objekt flog fast direkt über uns hinweg und bewegte sich dann nach Süden, in Richtung der Bahngleise. Als das Objekt vorbeizog, konnte ich eher eine Scheibenform als eine Ballonform erkennen. Ich erinnere mich nur daran, dass mein Sohn mich immer wieder gefragt hat, was es sei, und ich hatte keine Ahnung.
Beim direkten Überflug des Objekts schoss die Zeugin das erste Foto. Das zweite soll das Verschwinden in Richtung Süden zeigen. Auch dass sie gerade in diesem Moment die Kamera in der Hand hatte, erscheint ziemlich schlüssig. Sie war schließlich gerade dabei, ihren Sohn beim Schlittenfahren zu fotografieren. Da sie nicht wusste, was sie da gerade fotografiert hatte und sie nie etwas Ähnliches gesehen hatte, wandte sie sich an mehrere Stellen, Wetterdienste, Flughafen und schlussendlich dann auch an eine örtliche UFO-Gruppe. Als diese dann Rückfragen hatte, meldete sich die Zeugin nicht mehr, nur noch eine kurz gefasste E-Mail, sie wolle damit nichts mehr zu tun haben. Für sie sei die Sache erledigt, egal was die Bilder zeigen. Was der Grund für das plötzliche Abbrechen dieser Untersuchung ist, ja, darüber können wir nur spekulieren. Hatte sie die Bilder gefälscht und wollte nicht auffliegen? Hat sie Besuch bekommen, der ihr sagte, sie solle die Sache ruhen lassen? Hatte sie Angst vor der Veröffentlichung ihres Namens, dem Spott ihrer Nachbarn? Oder war es ihr einfach nur noch egal? Wie gesagt, alles nur Spekulation. Auch wenn es da noch etwas gibt, worüber man derzeit nachdenkt. Doch dazu später mehr. Interessanterweise tauchte 4 Jahre später das gleiche Foto wieder auf. So dachte man es zumindest. Doch ein Blick auf die beiden Fotos von vor 4 Jahren, als eine Mutter ihren Sohn beim Schlittenfahren fotografierte und plötzlich ein großes, untertassenförmiges Objekt über den beiden erschien, zeigte dann, es waren doch nicht dieselben Fotos. Sie glichen sich nur sehr stark, sowohl in der Anzahl als auch das, was sie zeigten. Aufgenommen worden sind sie im Januar 2007 in der Nähe von Green Bay, ebenfalls im US-Bundesstaat Wisconsin, rund eine Stunde Autofahrt entfernt von Weyauwega. Also dort, wo im Februar 2003 die zum Verwechseln ähnlichen Bilder aufgenommen wurden. Und auch diese beiden Fotos zeigen wieder diese seltsame Scheibe mit ihren vielen Lichtern, wenn auch mit weitaus mehreren Lichtelementen als noch das UFO aus dem Jahr 2003. Und doch ist die Ähnlichkeit unverkennbar. Nicht nur, weil es wieder einmal durch das Geäst der Bäume fotografiert wurde. Auch nur die knappe Entfernung der beiden Sichtungen scheint ein Indiz dafür zu sein, dass es sich zumindest um ein baugleiches Objekt handele. So zumindest die Forscher der UFO-Gruppe. Auch sei ihnen nicht bekannt, dass sich die Zeugen kennen. Es sind 2 völlig unabhängige Sichtungen, die mit nur sehr schwer zu fälschenden Fotos belegt werden können. Noch glaubwürdiger mache die neuere Sichtung, dass diese Fotos eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten, denn sie wurden nicht vom Fotografen selbst an die UFO-Gruppe gesendet, sondern von seiner Frau, per E-Mail. In dieser behauptete sie, ihr Mann habe diese beiden Fotos vor ein paar Wochen gemacht, ungefähr in der ersten Januarwoche, in Wisconsin, in der Nähe von Green Bay. Doch dieser habe kein weiteres Interesse, sie zu untersuchen. Auch er möchte nichts damit zu tun haben, wie schon die junge Mutter von vor 4 Jahren. Sie selbst müsse aber wissen, was man auf den Bildern sieht. Es ließ sie ihr einfach keine Ruhe. Bei beiden Fotoserien kommen die UFO-Ermittler aus Wisconsin zu keinem Ergebnis. Eine Manipulation des Fotomaterials konnte nicht festgestellt werden. Eine aufwendige Fälschung könnte in Frage kommen, sei aber unwahrscheinlich. Es ist schon wirklich seltsam. 2 gleiche Objekte tauchen innerhalb von nur 4 Jahren an 2 Orten auf, die sehr nah beieinander liegen. Und in beiden Fällen wollen die Hauptzeugen nichts mehr von ihrer Sichtung wissen, geschweige denn von ihren Fotografien. Doch schauen wir uns einfach mal die Möglichkeiten an, was diese Fotos sein könnten. Wenn sie gefälscht sind, scheint es meiner Meinung nach nur 2 plausible Erklärungen zu geben.
Die erste Möglichkeit ist, dass sie mit Photoshop fachmännisch manipuliert wurden und ein hohes Maß an Können beweisen und das in den Jahren 2003 und 2007. Nur zum Vergleich zu einer Zeit, als es nicht einmal Smartphones gab. Die zweite Möglichkeit ist, dass ein Objekt mit angebrachten Lichtern in die Luft geschleudert wurde, dann in dem passenden Moment fotografiert wurde. Aufgrund der scheinbaren Größe des Objekts und seiner Position hinter den Ästen, hoch oben am Himmel schwebend, eher unwahrscheinlich. Am Ende bleibt noch dann die letzte Möglichkeit. Die Möglichkeit, dass dort wirklich etwas war. Etwas Materielles, das vermochte, lautlos über die Baumkronen zu schweben. Sei es nun etwas vom Menschen, das geheim gehalten wird, oder dann eben doch ein außerirdisches Objekt. Etwas unheimlich wird es noch, wenn man den Worten des berühmten UFO-Forschers Bud Hopkins Glauben schenkt. Er sagte einmal, dass wenn man ein UFO aus nächster Nähe sieht, sei es sehr wahrscheinlich, dass es einen abgesetzt hat, nachdem man entführt wurde. Ist es das, was die beiden Zeugen dazu veranlasste, ihre Fotos nicht weiter untersuchen zu lassen? Konnten sie sich daran erinnern, was vor ihren Aufnahmen geschah? Wissen Sie schon längst, was wirklich auf Ihren Fotos zu sehen ist? Was haltet ihr von diesen beiden wirklich faszinierenden Bilderserien? Zeigen Sie uns ein außerirdisches Objekt, ein geheimes militärisches Flugzeug, oder hat man dann doch nur etwas in die Luft geschmissen und dann abfotografiert? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin echt begeistert von diesen Aufnahmen. Zwei wirklich interessante Hintergrundgeschichten, die auch irgendwie stimmig sind und auch ziemlich mysteriös. Aber ansonsten hätte es darüber ja auch kein Video gegeben, welches euch hoffentlich gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.